Hieronymus Bosch, das tausendjährige Reich. Grundzüge einer Auslegung von Wilhelm Fringer. Der Einzug der gewaltigen Vögel gibt das Zeichen zum Anbruch einer kraftbeschwingten Formbewegung. Wirkt doch der schnittige Keil, in dem sie einmarschieren, wie die Antriebsfeder, welche die Drehung des Tierkarussells in Schwung versetzt und damit das Zentralmotiv der Tafel, den Triumphzug um das Lebenswasser vorbereitet. Tiere des Mythos wie das Einhorn und der Vogel Greif gesellen sich zu den Exoten. Löwe, Panther und Kamel, dem nordischen Waldgesind des Bären, Hirsches, Ebers und der bäuerlichen Hausverwandtschaft der Rosse, Ochsen, Esel, Ziegen, Schweine, wozu die Vogelwelt mehrere Storchenpaare, Löffelgänse, Hahn und Henne, vor allem auch die Eule als Vertreter schickt. Ja, selbst die Fischwelt stellt sich zu dem Festzug ein und lässt sich, da sie weder reiten noch marschieren kann, auf Händen tragen. Ob groß, ob klein, zahm oder wild, geschmeidig oder unbeholfen, trossen sie alle wie gespornt dahin. Ihr übermütiger Eifer tut sich in kühnen Blicken, wiehernd zurückgeworfenen Köpfen, tänzelnden Schritten, peitschenden oder strack erhobenen Schweifen kund. Zum guten Teil zum Tiergefolge des Dionysos gehörend ist dieses Bestiarium durch eine unermüdlich zeugungsfrohe oder trächtige Geschlechtlichkeit qualifiziert, ziehen doch Männchen neben Weibchen in dem Ringelspiel einher. Demgegenüber sind, mit einer einzigen Ausnahme, die Reiter auf das männliche Geschlecht und eine puerile Altersstufe eingeschränkt. Ein eigentümlicher und für die Jüngerschaft des freien Geistes kennzeichnender Zug. Sind es doch die joachimitischen Knaben, die im Zeitalter des Heiligen Geistes herrschen werden. Die Knaben räkeln, brüsten, spreizen sich auf ihren Tieren, schlagen Kobolds wie schamentblößte Gaukler, werfen im Überschwang die Arme in die Luft oder umhalsen sich in einer Unternehmungslust, die nicht mehr aus- und einweis vor verlockenden Begehrlichkeiten. Doch nicht nur Reittiere und Reiter drehen sich im Reigen. Das Karussell ist mehrstöckig gestuft, indem die Reiter ihrerseits beritten werden durch einen Schwarm von Vögeln, die sich auf ihren Köpfen oder den Trophäen, die sie mit sich führen, niederließen. Diese Triumphzeichen bestehen in ranken Zweigen, an denen als Testikularsymbole pralle Kugeln oder paarige Früchte hängen, wie auch die Störche, Löffelgänse, Dohlen oder Papageien paarweise beisammensitzen, womit sie das erregende Moment der Paarungsabsicht, das die Jungmannschaft beherrscht, verstärken. In seiner Anhäufung von Fruchtbarkeitssymbolen und seinem jauchzenden und tollenden Geschwärm stellt dieser zeremonielle Umritt einen Vegetationskult dar, der durch die Manna-Ausstrahlung der in den Früchten, Tieren und Jungmännern aufgebotenen Zeugungskräfte die Erdfruchtbarkeit befördern soll. Der Festzug kulminiert in jenen Gruppen, die unterhalb des Seespiegels vorübertraben. Nicht nur, dass dort die königlichen Tiere, Löwe, Panther, Vogel Greif, einherstolzieren und die pansophischen Symbole des Eies und der Eule ihre Stätte fanden, zu denen sich der Fisch als rogenschwere Ausgeburt des Meeres, des feuchten Schöpfungselementes, gesellt. Vielmehr wird hier in kultischer Verhüllung das Heiltum des erotischen Mysteriums einhergeführt. Zwischen den Vogel-, Greif- und Löwenreitern schreitet ein weißer Zelter, auf dem das einzige Brautpaar des gesamten Zuges thront. Ein Jüngling und vor seinem Schoß ein Mädchen, deren Oberkörper einschließlich der Köpfe in einer pflanzlichen Schabracke stecken. In ihren Händen schwingen sie gemeinschaftlich den jungen Spross der Lebensrute. Sie dürfen nicht gesehen werden, noch ahnen, dass man sie in einem vielköpfigen Festzug führt, wie schon gemeinhin jedes junge Liebespaar sein Glückserlebnis für ein weit über das Gewöhnliche hinausgehobenes, schlechthin erst und einmaliges Ereignis hält. So müssen gar erst die auf das Mysterium der Stammeltern Verlobten sich in der Stunde ihrer ersten Liebeseinung für die ersten Menschen halten, mit denen eine neue Welt beginnt.
Im Eirund des Urstoffes aller Dinge, dem Weltnabel, um den sich alles dreht, stehen 2 Dutzend nackte Mädchen. 7 andere, unscheinbarer dargestellt, schwimmen im Wasser oder blicken auf den Reiterzug der Dinge harrend, die da kommen sollen, denen nur eine 8. rechts ans Ufer steigend sich entgegendrängt. Die anderen schauen alle mit abwartender Geduld dem aufgeregten Eifer der Berittenen zu, wodurch mit eindringlicher Einfachheit der Gegensatz des weiblichen und männlichen Charakters auf die Prinzipien des Leidens und des Tuns zurückgeführt erscheint. Die 12-Zahl der zentralen Mädchengruppe bezeichnet die 12 Monate, wie denn das Frauenleben dem Monde als Regenten untersteht. Die in der guten 12 Begriffenen tragen weiße Löffelgänse, die in der bösen 7 beschlossenen Nachbarinnen schwarze Raben auf den Köpfen. Wir stehen hier vor einem Bildgedanken, dem nach der Kühnheit seiner Konzeption und Tragweite des Wurfes eine grundstürzende Bedeutung beizumessen ist, wenn er auch seinerzeit ins Leere flog und in dem Qualm der Ketzerbrände und dem Schutt der Unterdrückung durch die rechtgläubige Kirchlichkeit erstickte. Wie waghalsig der freigeistige Durchbruch war, lässt sich am augenfälligsten daran ermessen, dass wir, falls beide Seitenflügel in Verlust geraten wären, nicht im Mindesten erraten könnten, dass das Mittelstück jemals zu einem christlichen Altar gehörte. Mit einer imaginativen Spannweite und Tiefe, wie sie kein Meister südländischer Renaissancekunst besaß, zugleich mit einer denkerischen Systematik, die an den Universalismus der Florentiner Neuplatoniker gemahnt, erscheint auf dieser Mitteltafel das Gedankengut orphisch-pythagoreischer Naturphilosophie erfasst und mit den Überlieferungswerten christlicher Dogmatik zu einer denkwürdigen Synthesis verschmolzen. Unvorstellbar, zu welchen Zielen das geistige Geschick des Abendlandes sich gewendet hätte, wenn die Reformation an Haupt und Gliedern durch die Freigeistmänner statt durch den Wittenberger Paulinismus, die calvinistische Theokratie oder die tridentinische Restauration verwirklicht worden wäre. Nach dieser Überschau kehren wir in den Vordergrund zurück, um dessen groß zur Schau gestellte Leerzeichen auf ihren lebenskundlichen Gehalt zu prüfen. Schon bei der Abgrenzung der Mitteltafel von den Außenflügeln erkannten wir, dass dieser Vorderplan als pädagogische Provinz zu gelten habe, in der es um die systematische Unterweisung der Jüngerschaft des freien Geistes ging. Wir unterschieden mehrere Grade der Einweihung, die in der Klausur beginnend zu einer höheren Aussichtswarte und Akademie im Grünen führten. Eine Stufenfolge, die durch bestimmte Freiungszeichen noch deutlicher vergegenwärtigt wird. Köpfe der Novizen sind noch ungeschmückt, während wir bei den hervorgehobenen Eingeweihten einen Emporstieg festzustellen haben, der vom Blatt zur Blüte und zur Frucht gedeiht, während die Reigenführerin des Vordergrundes eine paarige Frucht auf ihrem Scheitel trägt. Diese genaue Klasseneinteilung versinnbildlicht die Behutsamkeit der Seelenführung, die uns schon in der gärtnerischen Hegung der Liebespflanze unter Glasglocken und Kristallgehäusen aufgefallen war. Versuchen wir nun, diese psychagogischen Formalien mit anschaulichen Inhalten zu unterbauen, um dadurch das Lehrsystem des freien Geistes wiederherzustellen. So hat der Maler seiner Schilderung eines in traubenhafter Dichtigkeit zusammenhängenden Gemeinschaftslebens einige Einzelgänger eingefügt, die sich den Paarungen und Vergesellschaftungen selbst genugsam zu entziehen trachten. Ihr Hauptvertreter steckt kopfüber in dem Sumpf. Im Gegensatz zur schamfreien Arglosigkeit der übrigen Figuren ist er als einziger in augenfälliger Schamhaftigkeit befangen, indem er, was tatsächlich doch nicht zu verbergen ist, mit beiden Händen ängstlich zu verstecken sucht. 2 Abzweigungen dieses warnenden Exempels hat der Maler wieder an kennzeichnenden Stellen ausgespielt. So lässt er dicht beim Übergang zur Hölle ein Bürschlein einsam seinen Vogel füttern,
unmittelbar zu Füßen jenes Liebespaares, das ich in Hinblick auf den Tod freiwillig zur Unfruchtbarkeit vertrotzen möchte. Den dritten Einzelgänger zeigt er auf dem Weg zur Besserung. Auch er steckt in dem Sumpf, in eine niederziehende und einengende Glocke eingekerkert, die er jedoch beim Anblick des vergnügten Vogelhochzeitspaars mit einem flehentlichen Hilferuf zu sprengen sucht. In striktem Gegensatz zu diesen schief gewickelten Vertretern einer unfruchtbaren Passion steht jener Knabe, der am Übergang zum Garten Eden sich einer Eule anvertraut und dadurch zu erkennen gibt, dass er sich der verbrieften Weisheit der Natur verschreibt, gleich seinen Kameraden, die sich unbesorgt in das Gefieder ihrer Lehrer schmiegen. Der zweite Angriff zielt auf eine Lebenshemmung, die aus den überspannten Reinlichkeitsbegriffen solcher Leute stammt, die an den Darmfunktionen der Verdauung Anstoß nehmen und dadurch einer Skrupelhaftigkeit verfallen, die zu den leidigen Verkrampfungen der Selbstverachtung und des Menschenhasses sich verstocken kann. Für diese widerwärtige Literaturgattung sind die abstoßenden Verrichtungen des Leibes die schärfsten Antriebe zur Weltverachtung, was eine Stelle aus den Kollationen des Odo von Cluny belegen mag. Die Schönheit des Körpers besteht allein in der Haut. Denn wenn die Menschen sähen, was unter der Haut ist, das Inwendige sehen könnten, würden sie sich vor dem Anblick der Frauen ekeln. Jene Anmut besteht aus Schleim und Blut, aus Feuchtigkeit und Galle. Wenn jemand bedenkt, was in den Nasenlöchern und was in der Kehle und was im Bauch alles verborgen ist, dann wird er stets Unrat finden. Und wenn wir selbst nicht mit den Fingerspitzen Schleim oder Dreck anrühren können, wie können wir dann wünschen, den Dreckbeutel selbst zu umarmen? Vor solcher Folie hebt sich unser Bildgedanke als Dokument der Aufklärung und eines Wissens ab, das, wie der spätere Paracelsus, die somatische Entschlackung als das Wirken eines innerlichen Alchemisten respektierte. Wir sehen eine Zweiergruppe, worin ein Kniender bei seinem Gegenüber an einem Orte Blumen pflückt, wo sonstige sonst gemeinhin nicht zu blühen pflegen, wobei er zudem diese Örtlichkeit mit einem Blumenzweige schlägt. Ein scheinbar abgeschmackt naiver Bildgedanke und obendrein dahin missdeutbar, dass die Amoralität der Brüderschaft grundsätzlich jede erogene Zone freigegeben habe. Doch schauen wir die Sache unschuldig und ernsthaft an, wie Meister Bosch sie selbst gesehen hatte, so werden wir uns ihrer tieferen Bedeutung nicht entziehen können. Nach solcher Wegräumung des Hemmenden, das für asketische Skrupulanten doppelt widerspenstig war, geht Bosch zur aufbauenden Pädagogik über, indem er in drei sorgsam abgestuften Lehrbeispielen die Brautleute zum Ehebund zusammenführt. Die Szenen spielen in der linken Tafelhälfte und setzen dicht am unteren Rahmen ein. Dort liegt ein marmorierter Riesenkürbis, dessen Gewölbe oben eirund eingeschnitten ist. In dem Oval erscheint der nonnenhaft geschorene Kopf der Braut, die in vorsichtigem Begehren sich dem Bräutigam entgegenhebt. Sie streichelt mit verwöhnter Zärtlichkeit sein Kinn, doch während ihre Augen sich schon dicht verfangen und ihre Nasenspitzen fast zusammenstoßen, weiß sie den endgültigen Kuss vorläufig noch zurückzuhalten. Ein Motiv, das eine sehr verfeinerte Erotik der Geduld und des Abwartenkönnens widerspiegelt. Wo immer wir auf dem Altar ein Antlitz finden, das aus der selbstgenugsamen Versponnenheit der Gruppen unmittelbar auf den Beschauer blickt, hat dieses Streben nach Kontakt als pädagogischer Appell zu gelten. Besonders eindrucksvoll geschieht dies bei dem tief versonnenen Blick, den eine Frau des rechten Vordergrundes auf uns heftet. Sie sitzt vor einer großen Blüte, aus deren Inneren ein ganzes Bündel Samenperlen auf die Erde rollt. Aus dieser wahllosen Verschüttung, die ein weit über vorgebeugter Jüngling andächtig belauscht, hat sie ein einziges Samenkorn herausgegriffen.
Sie hebt es mit der linken Hand empor und zeigt es dem Beschauer so bedeutungsvoll, als ob sie ihm das Unum Necessarium der adamitischen Eugenik demonstrieren wolle. Die Lehre, dass die quintessentielle Lebenskraft ein ebenso natürliches wie göttliches Geheimnis, gleich Essen oder Trinken, in sich berge, daher nicht bloß der Zeugungsabsicht oder Leibesnotdurft dienen dürfe, sondern als eine heilige Communio mit den Wachstumskräften des Himmels und der Erde zu verstehen sei. Beim Menschenschlag der pädagogischen Provinz gilt nur die Gattung und die Art, nicht die Persönlichkeit und Individualität des Menschen. Diese Blondköpfe beiderlei Geschlechts sehen sich alle zum Verwechseln gleich, so anonym und eigenlos ist ihr Gebaren. Sie stellen eine einzige Familie dar, die umso mehr an eine pflanzliche Familie erinnert, als ihre Lebensäußerungen sich auf schweigsame Versonnenheit und stummes vor sich hinschauen beschränken. Eine Pflanzenstille, aus der sie nur mit ihren feingliedrigen Händen um sich tasten, wie Ranken, die an einer Nachbarblume ihre Stütze suchen. Auch scheinen sie so kunterbunt wie eine Wiesenflora aufzuwachsen. Denn im gleichmacherischen Trubel dieses nackten Lebens herrscht keinerlei formales Zwangssystem. Jedoch so willkürlich das Formspiel der bewegten Körper sich hier verdichtet und zusammenballt, dort lockert und verzettelt, gibt es doch nirgends ein Gedräng, noch einen Leerlauf in das Ungefähr. Bei aller Freiheit des Beliebens wirkt eine unsichtbare Bindekraft. Dies ist die Zärtlichkeit, mit der all diese Insassen der Himmelswiese sich in zutraulichen Verschwisterungen aneinander schmiegen. An derart mystische Organvorgänge haben wir zu denken, wenn wir im Kammeriker Protokoll das adamitische Geschlechtsgeheimnis des Aegidius Cantor angedeutet finden. Es ist beschämend, dass in der bisherigen Literatur diese Besonderheit nur als extravagante Ausschweifung behandelt wurde. Das bisherige Vorurteil entsprang nicht nur der sittlichen Insuffizienz, Geschlechtliches mit reinen Augen anzuschauen, sondern auch der historischen Ignoranz, die gar nicht wusste, dass Cantors Modus Specialis in der katholischen Moraltheologie als coitus reservatus, als ein im Rahmen der sakramentalen Ehe sogar zulässiges Verfahren gilt. Auch hat in bibelkommunistischen Familisten oder Perfektionisten-Sekten diese Praxis bis in das hohe 19. Jahrhundert fortgelebt, wofür die von John Humphrey Noyes gegründete Oneida-Sekte das aufschlussreichste Beispiel ist. Vor allem aber ist sie erst in jüngster Gegenwart, besonders in Amerika und England, als Carezza-Technik, heute Slow Sex genannt, in weitschweifigen, auch ins Deutsche übersetzten Lehrbüchern entwickelt, dazu in der Tagespresse von Sozialpolitikern, Eugenikern und Ärzten ebenso laut empfohlen als bestritten worden. In Kreisen schließlich, die auf die Reformparolen Freiland, Rohkost, Nacktheit, Licht und Sonne schwören, wird dieser säkularisierte Modus Specialis heute noch als Panacee verkündet. Um das Gemälde bis zum letzten Winkel zu durchdringen, treten wir an das einzige noch unbesprochene Motiv heran, das sich zutiefst im rechten Vordergrund so gut versteckte, dass es bisher von niemandem beachtet wurde. Zur Linken ist, gleich einer Säule, ein gewaltiges Lebenslicht errichtet, eine Kerze, die, wiederum mit immergrün umwunden, sich als ein Ableger des nachbarlichen Falles zu erkennen gibt, zumal ihr oberes Ende in das Kristallgewölbe eines Eies übergeht. In diesem sitzt, von Samenperlen rings umflittert, eine Nebelkrähe. Von oben schüttet eine zweite aus einem Fläschchen, das ihr Schnabel hält, eine breit aufschimmernde Flüssigkeit in das Ovarium hinein. Ein Vorgang, der in Boschs gewohnter Gleichnissprache die Begehung einer kymischen Hochzeit zu bedeuten hat. Der Zugang in die Höhle war bisher von einer wölbigen Kristallscheibe verschlossen. Nun aber ist das gläserne Portal zur Seite abgesunken und gibt den Einblick in die Felsenkammer frei. Auf ihrer Schwelle
liegt ein nacktes Mädchen, das seinen ringellockigen Blondkopf mit dem Ausdruck lauschender Erwartung in die linke stützt. Der Apfel, den sie in der rechten hält, kennzeichnet sie als neue Eva, während ein zweites merkwürdiges Attribut sie zur Sibylle stempelt. Auf ihren Lippen sitzt ein Siegel, das sie zur Wahrerin geheimen Wissens macht. Über der adamitischen Sibylle taucht eine äußerst fesselnde Gestalt empor, denn unter all den 100 Nackten ist dieser Mann der einzig angezogene und obendrein in unterstrichener Strenge bis zum Hals verhüllt. Wo ringsum lauter idealtypische Menschen, gleichmütige Blondköpfe und eigenlose Seelen abgebildet waren, von denen 12 auf ein Dutzend gehen, bricht hier ein Individualitätsbewusstsein so unaufhaltsam, frisch und klar zutage, als ob in dieser abgeschiedenen Felsenhöhle die Quelle einer neuartigen Menschenschau entsprungen sei. Allein die eigenwillige Frisur des Schwarzkopfs, der scharfe Zwickel in der hohen Stirn, der diese gleichsam zu der Energie des maskulinen M zusammenzieht, hebt sein Gesicht von allen anderen ab. Dazu 2 kohlpechschwarze Augen, die mit starrer Stetigkeit und zwingender Beherrschung auf ihr Ziel gerichtet sind. Die Nase ungewöhnlich lang und kühn geschwungen, ein sinnlich breiter Mund, in dem jedoch die Lippen geradlinig geschlossen und in den Winkeln wie punktiert erscheinen, was jenen Zug von willensmäßiger Beherrschung, die seine Augen schon bekundeten, verstärkt. Ein außerordentlich faszinierendes Gesicht, das an berühmte Köpfe, besonders an Machiavelli, gemahnt. Wie denn der ganze Zuschnitt dieses Kopfes einen weltschländischen Zug verrät, als ob der Dargestellte auf italienischen Akademien dieses franke, forschende und überlegene Gebaren angenommen habe. Während der rätselhafte Mann mit seinem rechten Zeigefinger, wie wenn er etwas sehr Bedeutsames bekunden wolle, auf die neue Eva weist, erscheint links hinter ihm, auf gleicher Höhe mit der Nebelkrähe im kristallenen Käfig, ein zweiter Kopf, der seine Schläfe zutraulich zu dem dunklen Partner neigt. Wo dessen Antlitz einen welschen Anflug hatte, trägt dieses zweite, ein kraftvolles und sinnlich schönes, von schwarzem Lockenhaar umrahmtes, tief dunkeläugiges Frauenantlitz, ganz fremdländisches Gepräge, wie es in eigentümlich runder Modellierung aller Züge, mit feucht schimmernden, stillen Blicken uns entgegenschaut. Im gleichen Winkel wie die weggeschobene Kristalltür vorgeneigt, die also nur der Präsentation des Paares wegen aus den Angeln rückte, gehören diese beiden Menschen wie Braut und Bräutigam zusammen. Wie denn die Braut ihr Binnenleben, das kristallene Ovarium in dieser Stunde mit dem Lebenslicht des Bräutigams vermählt. Damit erschließt sich die grundlegende Erkenntnis, dass die Verklärung einer Hochzeitsfeier der Anlass dieser unerhörten Schöpfung war, in der das ganze All zu Lobpreisungen aufgeboten wurde, wie sie kein Königspaar an seinem Trauungstag vernommen hat. Die vordringende Frage, wer ist das dargestellte Liebespaar, wird dadurch auf den engsten Spielraum eingeschränkt, in dem für die Gestalt des Bräutigams nur 2 Persönlichkeiten denkbar bleiben. Der ausführende Maler oder der ideelle Anreger des Triptychons. Von diesen beiden Möglichkeiten scheidet die Lesart Bosch vollkommen aus. Denn mag das Bildnis auch in jenem Winkel stehen, wohin die Maler ihre Handzeichen zu setzen pflegen, kommt die Annahme einer figuralen Signatur doch keinesfalls in Frage, da sich die Physiognomie des schwarzköpfigen Mannes nicht im Mindesten mit den uns überlieferten Bildnissen oder Selbstbildnissen Boschs zusammenreimt. Scheint des historischen Gewinnes schon genug, dem Auftraggeber und gedanklichen Redaktor einer so außerordentlichen Schöpfung ins Gesicht zu schauen, so dürfen wir nach seiner Anerkenntnis sofort zu der Vermutung weiterschreiten, dass uns in der Gestalt des Bräutigams zugleich der Hochmeister des freien Geistes forschend und prüfend an der Schwelle seiner Paradieseswelt erwartet. Denn neben einem derart selbstbewussten Kopf, den sein profundes Weltwissen zum Führerrang legitimierte, ist schlechterdings kein anderer als das Haupt der Brüderschaft zu denken,
wie auch nur ein tatsächlich Oberster dazu befugt war, ihr Geheimnis zu entsiegeln und nicht nur ihr erotisches Gemeinschaftsideal, sondern zugleich ihr ganzes Lehrgebäude zu erschließen. Zwei ausdrückliche Selbstbekenntnisse bezeugen uns, dass der Ideengeber zugleich der Hochmeister der Brüderschaft gewesen ist. Sein scharf geschnittenes, aufmerksam spähendes und irgendwie unheimliches Gesicht blickte uns schon aus einem früheren Zusammenhang entgegen. Es trägt die gleichen Züge wie das böse Wesen, an denen wir so lang herumgerätselt haben, bis sie uns von der Rückschau des verlorenen Sohns zur Einsicht in die metaphysische Verlorenheit der abgestorbenen Seele schließlich zu der pythagoreisch-dreibuchstabigen Definition des Ego führten, einer Ich-Enthüllung, die nun die merkwürdigste autobiografische Bedeutsamkeit empfängt. Wenn er sein eigenes Gesicht zum Konzentrationspunkt in der Höllenmitte machte, so wirft dies auf die von dem Brüderkreis vertretene Lehre von der Sünde und Sündenreinigung ein aufschlussreiches Licht. Er will dadurch vor allen Gläubigen beteuern: Durch all dies bin ich hindurchgegangen und all dies ist durch mich hindurchgegangen. Erst dadurch, dass ich bis zum Ursprung der Erbsünde niedertauchte und dort die Tiefe Satans ganz erkannte, vermochte ich sie in mir selbst und so auch für euch alle zu entwurzeln. Die mir für meine Selbstsucht auferlegte Strafe des Lebens, willentlich verbüßend, bin ich rein geworden und durch meine Mittlerschaft könnt auch ihr alle wieder in den reinen Urstand treten. Die Lossprechung von der Erbsünde Adams war im Kultgebrauch der Brüder offenbar an die Voraussetzung eines voll öffentlichen Sündbekenntnisses gebunden, dem sich als Vorbild aller einzuweihenden Novizen der Hochmeister an erster Stelle unterwarf. Der Hochmeister betrat mit seiner Braut die sagenhafte Höhle des Pythagoras, den an dem Hochzeitsmorgen durchsichtig gewordenen Erdenschoß der ewigen Mütter, an dessen Schwelle die entsühnte Eva träumt. Der Stammmutter des menschlichen Geschlechts gilt sein Fingerzeig, um anzudeuten, dass er in ihrem unsterblichen Zeichen sich seiner sterblichen Geliebten anvermählt, die er dadurch zum gottähnlichen Rang der Wesen von der Artung des Pythagoras erhebt, zu einer magischen Mittlerschaft, die es gebieten konnte, dass sich in der Mittagsstunde ein Sphärenreigen aller Kreaturen um die Brautkrone des Hochmeisterpaares dreht. Mit diesem Hochmeister des freien Geistes führen wir eine bisher völlig unbekannte geistesgewaltige Persönlichkeit in die altniederländische Kultur- und Kunstgeschichte ein. Für Bosch jedoch bedeutet das Erscheinen dieses Unbekannten eine grundstürzende Vernichtung der bisher umlaufenden Irrtümer und Vorurteile, zugleich jedoch das Fundament für eine geisteswissenschaftlich weittragende Neubewertung seines Schaffens. Denn offenkundig ist die Planung des Dreitafelwerks gar nicht aus einer malerischen Initiative, sondern aus einem Denksystem hervorgegangen, das auf dem dreigliedrigen Fundament Theologie, Naturphilosophie und Pädagogik aufgerichtet war. Diese drei Disziplinen sind zu dutzendfältigen Lehrzeichen und Beispielen entfächert worden, sei es, dass Bibelworte zur Illustration bestimmt, symbolische Steine, Pflanzen, Tiere oder Kombinationsgebilde zur Wiedergabe vorgeschrieben wurden, oder dass aus dem Umkreis der Musik, des Rechtsbrauchs, des Volksmunds mit seinen Sprichwörtern und Redensarten, schließlich aus dem Tummelplatz des Alltagslebens didaktische Exempel abgeleitet wurden. Hieronymus van Aken ist durch sein Zusammenwirken mit diesem grunderfahrenen und zielbewussten Pädagogen als Mensch und Maler erst zur Mündigkeit und wahren Meisterschaft gediehen. Er wusste, was er diesem Hochmeister verdankte, und hat dies durch ein Selbstbildnis bezeugt, indem er sich mit voller Offenheit, jedoch mit einer Abstand wahrenden Zurückhaltung zu ihm bekannte. Neben der Höhle des Pythagoras blickt uns aus jenem schmalen Zwischenraum, der das Profil der nackten Nonne von dem Johannesjüngling scheidet,
ein Gesicht entgegen, das dem markanten Selbstporträt der Wiener Kreuztragung genau entspricht. Der Winkel, den er für den eigenen Auftritt wählte, ist bescheiden, doch desto überzeugender das stille Selbstbewusstsein, mit dem er sein breitstirniges Gesicht an diesem unscheinbaren Ort zur Geltung bringt. Die großen schwarzen Augen blicken strikt geradeaus und zeugen gleich dem fest verschlossenen Mund und der geradstämmigen, kräftigen Nase für einen ernsten, aufrechten und gründlichen Charakter, der mit Gleichmütigkeit und Schweigen auf seinem ruhig, doch durchdringend angeschauten Ziel beharrt. Solche charaktervolle Haltung Boschs beweist, dass in dem Brüderkreis nicht jene oft geargwöhnte anarchische Verwilderung, sondern im Gegenteil eine verantwortungsbewusste Disziplin der Selbstbeschränkung und freiwilligen Unterordnung herrschte. Nur dieser Zucht und Sitte ist es zuzuschreiben, dass in unserer Altarschöpfung die Grundformel des freien Geistes von der Zweieinigkeit in einem Leib ihre vollkommene Erfüllung fand. Hier wuchs aus den getrennten Anteilen gleich hoher Denk-, Schau- und Gestaltungskraft ein Werk zusammen, das die Ideenwelt der Brüderschaft so umfassend repräsentiert, dass der Verlust des freigeistigen Schrifttums durch diese Bildurkunde wettgemacht erscheint. Denn dieses tausendjährige Reich vertritt das vorreformatorische Sektenchristentum, das bisher für die Kunstgeschichte nicht vorhanden war.